Als die Leute dann wirklich drin waren und die Präsentation an dem Beamer aufleuchtete, fing sofort der Applaus an. Also man wusste schon, wer gleich kommt. Er hat die Freude rübergebracht. Alles voller Freude. Komplett der ganze Raum. Alle haben hier gegrinst. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache, weil ich nicht genau so wusste, was auf mich zukommt. Ja, fröhlich halt durchs Leben zu gehen. Und dadurch andere Freude schenken. Ich bin total überrascht und finde das auch gut. Also man geht raus und schnappt gleich erstmal nach der Praline. Die Praline zu schnappen. Und jetzt gehe ich mit einer Praline raus. Hier waren auch schon Ordner, die geguckt haben, dass die Halle nicht zu voll wird. Also es war rappelvoll, es war schön. Hier ist viel Freude passiert. Freude, die ich mitnehmen kann, auch in alle Bereiche meines Lebens. Das hat sehr gut getan. Einen wunderschönen guten Morgen. Mit Ihrem rechten Vorderreifen ist absolut alles in Ordnung. Wenn man beim Essen vor dem Fernseher einschläft, nennt sich das gleitende Arbeitszeit. Dann hätte ich vorher gewusst, was dann passiert. Ich sag euch, ich wäre auf allen Vieren durchs Leben gekrochen. Das, was du ausstrahlst, ist das, was du zurückbekommst. Ich entscheide mich einfach für maximale Freude. Sofort nehme ich meinen Nächsten mit auf die Reise zu mehr Lust, zu mehr Freude, zu mehr Begeisterung. Geh in die Welt, hab Spaß, aber komm mit deinen Geschwistern ruhig zurück. Ich war vor kurzem in einer großen deutschen Kette einkaufen. In der Kasse steht so ein kleines Schild und da ist ein Smiley drauf. Und der lächelt mich so frech an. Also habe ich dieses Schild umgedreht und gesagt, stand falsch rum, ist für Sie. Ich habe keinen Rabatt bekommen. Der Punkt ist einfach, hey, meine Oma hat immer zu mir gesagt, Junge, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es hinaus. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn wir Menschen treffen, dann erwarten wir von denen immer 100%. Wie ist das mit uns? Sag mal deinem Nachbarn eine Zahl zwischen 0 und 100, wo du deine Freude gerade siehst. Jetzt. So, wer hat denn sowas gesagt? Um die 50. Okay, jeden Moment, wo du ansatzweise versuchst, deine Mundwinkel nach oben zu ziehen, wirkt die Schwerkraft gleichzeitig wieder genau so auf dich und zieht sie runter. Willst du dir das antun? 50% bedeutet, nicht von der Stelle zu kommen, bedeutet stimmungsmäßig immer gleich zu bleiben. Und da die Schwerkraft gegen uns arbeitet, irgendwann hängt alles. Wenn du aber so bei 70-80% schon bist, denkst du, wow, ich bin richtig weit oben. Aber selbst dann ist immer noch ein gutes Viertel gegen dich. Nehmt mal eure beiden Hände und legt die so zusammen, zwei Fäuste nebeneinander. Schaut jetzt mal zu eurer Nachbarin, zu eurem Nachbarn. Das ist etwa die Gehirngröße. Und wenn jetzt eure Partnerin, euer Partner neben euch sitzt, dann wisst ihr jetzt, warum das manches erklärt. Und es gibt ja diesen alten Spruch, den wir Erfolgstrainer nutzen, der heißt, Erfolg beginnt im Kopf. Und so ist es auch mit Frust oder Lust. Denn die Entscheidung, ob du dich frustig fühlst oder lustvoll durchs Leben gehst, die liegt eigentlich und alleine nur darin, was du in diesem Blumenkohl, den 15 Zentimetern zwischen deinem linken und deinem rechten Ohr so machst. Es ist deine ganz persönliche Entscheidung, jeden Moment neu. Auch jetzt gerade. Wenn wir Frust haben, wenn wir Ärger haben, wenn wir uns schlecht fühlen, dann sehen wir so aus. Und wenn es uns aber gut geht, dann stehen wir so da. Kennt ihr auch die, die alle nur noch so durch die Stadt laufen? Oder immer nur so da sitzen? Das ist für unseren Rücken bei allem technischen Fortschritt ein Zeichen für, mir geht's nicht gut. Und deswegen kommt dann auch bei Facebook so viel Müll raus.
deine Haltung, deine körperliche, äußere Haltung trägt dazu bei, was hier oben in deinem Blumenkohl ankommt. Denn wir haben hinten im Rücken etwas, das nennt sich ZNS, zentrales Nervensystem. Und es sendet entsprechend deiner Körperhaltung nach oben an deinen Kopf ein Signal, was sehr, sehr einfach ist, nämlich ich liebe, was ich tue oder ich hasse, was ich tue. Bedeutet also, stell dich gerade hin, ändere deine Haltung, das ändert automatisch deine innere Haltung, damit deine Stimmung und damit auch deine ganz persönliche Stimme, mit der du ankommst oder nicht ankommst. Und da hilft es tatsächlich einfach nur eins zu tun, 2 Finger nehmen, Mundwinkel nach oben zu drücken und 90 Sekunden zu warten. Weil wir haben hier oben in unserem Gesicht 2 Knöpfe, die heißen präsynaptische Endköpfe. Und wenn die stimuliert werden, alleine dadurch, dass du sie mit den Fingern nach oben drückst, das merkt dein Hirn gar nicht, dann sagt dein Kopf, oh, Herrchen und Frauchen geht's gut, wir sind auf Schokolade. Das nächste Entscheidende, wenn du lächelst, dann passiert etwas in deinem Körper. Und zwar nennt man das Micro-Movements. Die inneren Organe fangen an zu vibrieren und berühren einander. Gut, jetzt nicht die Niere, das Herz. Aber das, was halt so in der Nähe ist, so wie jetzt dein Nachbar neben dir sitzt. Und das führt zu etwas, was kein Masseur dieser Welt kann. Es führt zu innerer Entspannung und Gelassenheit. Wenn du bereit bist, für dich festzulegen, von heute an, wenn ich durch diese Tür gleich rausgehe, dann entscheide ich mich einfach zukünftig 100% zu sein. Ich entscheide mich zukünftig zu erkennen, dass es 2 Beine, 2 Arme, ein Bauch, ein Hals, ein Kopf geht und alles gut ist. Und für eine Partnerschaft sehr wichtig. Denn es ist ja oft die Frage, wer ist der Kopf in einer Beziehung? Und die meisten Frauen sind da sehr clever. Die sagen, ich bin nicht der Kopf, aber der Hals. Ich drehe mir den Kopf nämlich hin, wohin ich ihn haben will. Wie bist du? Wie wirkst du? Wie kommst du an? Und wie oft nimmst du möglicherweise Dinge, die in einem anderen Raum vorher passiert sind, mit in den nächsten Raum hinein und nutzt diesen neuen Raum als Katalysator und als Ventil für die Frustration von gerade? Und deswegen mache ich heute Folgendes. Immer, wenn ich durch eine Tür gehe, immer, wenn ich eine Türschwelle durchschreite, stelle ich mir vor, wie an der Tür oben an einem imaginären Faden eine noch imaginärere Praline hängt. Und zwar so hoch, dass ich die nur erreichen kann, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle und danach schnappe. Das sieht ungefähr so aus. Nochmal für die andere Seite. Wenn wir aus einem Raum rauskommen und es war nicht so toll, dann sehen wir halt oft so aus. Es wird jetzt bestimmt gezeigt. Ich wusste, ich habe wenig Haare auf dem Hinterkopf. Aber dass es so wenig sind, geht gleich besser. Also, du veränderst deine Gesichtsmuskulatur, entspannst die und dadurch wirst du wieder ganz locker und fluffig. Dein Körper vibriert, es geht dir gut und du kommst versprochenermaßen, wenn du es regelmäßig machst, immer wieder, kommst du in den perfekten Zustand in dem anderen Raum an. Jetzt könntest du vielleicht sagen, trotzdem ganz schön blöd. Blöd nur für den, der es nicht macht. Weil das Ergebnis andersrum ist sonst folgendes. Du startest morgens in Raum 1, gehst in Raum 2, Raum 3, Raum 4 und irgendwann kriechst du nur noch. Willst du so abends nach Hause kommen? Englische Studien sagen, bis wir laufen lernen, fallen wir so zwischen 200 und 400 Mal hin. Und ich weiß, bei meinem 376. Mal, als ich hinfiel, hat meine Mama und mein Papa nicht zu mir gesagt, Thorsten, das wird nichts mehr. Sondern, ja, wenn das ein Applaus für meine Eltern war, ist das okay an der Stelle. Sondern
Die haben immer wieder gesagt, komm, du schaffst das, komm, du schaffst das. Und tatsächlich, irgendwann konnte ich das. Und hätte ich vorher gewusst, was dann passiert, ich sag euch, ich wäre auf allen Vieren durchs Leben gekrochen. Weil kaum konnte ich laufen und hatte meine Hand 50 Zentimeter weiter oben, hieß es nur noch, geh da nicht dran. Das ist nicht für dich. Das darfst du nicht. Mach das nicht. Bleib davon weg. Hey, vorher kam ich ohne was zu sagen an die Brust. Heute muss ich darum betteln. Verschränkt mal eure Arme vor der Brust. Schaut mal, welche Hand oben liegt. Und jetzt verschränkt sie mal so, dass die andere oben liegt. Egal wie jung oder alt du bist, ihr habt alle eins gemeinsam. Ihr denkt in Mustern. Ich habe das immer so gemacht, ich mache das auch weiter so. Die Frage ist nur, da wo du jetzt gerade stehst, so wie du bist, bist du damit wirklich zu 100% glücklich? Wenn nicht, dann veränder doch einfach mal deine Muster. Veränder doch einfach mal die Denkweise und die Handlungsweise zu manchen Dingen. Betrachte doch einfach mal selbst, ist das, was du tust, überhaupt zielführend? Viele haben ja dieses Problem, wenn sie Geld ausgeben, werden sie frustig, weil man in der Regel nicht so viel davon hat. Wenn ich Geld ausgebe, dann nehme ich immer den Schein, schiebe den rüber und streichle nochmal so rüber. Ja, Moment, das Beste kommt noch. Ich sage dann zu dem Schein, geh in die Welt, hab Spaß, aber komm mit deinen Geschwistern ruhig zurück. Also, zusammengefasst, Mundwinkel hoch, Haltung annehmen, Kopf hoch. Hier oben immer die richtigen Gedanken haben, denn das, was du denkst, strahlst du aus und bekommst du zurück. Gegebenenfalls chirurgisch das Ganze richten und dann einfach eins machen. Lustvoll nach der Praline schnappen und sicher sein, wenn nicht du, wer denn dann? Und warum? Warum nicht? Und warum nicht du? Und vor allen Dingen nicht, warum nicht ab sofort und jetzt? Und immer. Seid ihr dabei? Eine Schnecke sitzt unten auf dem Boden und oben ein Mistkäfer im Kirschbaum. Und diese Schnecke denkt sich, ach, ich würde eigentlich gerne da in den Kirschbaum rein, um ein paar Kirschen zu naschen. Und die beginnt ganz langsam, wie Schnecken halt so sind. Und der Mistkäfer sieht die Schnecke und sagt von oben, du, vergiss es, du bist eine Schnecke. Die Schnecke sagt, weiß ich, ich bin mir meiner bewusst. Ich kenne meine Identität, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich will. Ja, Schnecke, aber so ein Baum, der ist nichts für dich, der ist viel zu hoch, bis du da oben bist, da vergehen ja Jahre. Sagt die Schnecke, egal, ich gehe los. Die Schnecke geht ein Stück und der Mistkäfer sieht, dass die Schnecke läuft und läuft, es dauert schon eine Zeit, ein paar Tage. Und der Mistkäfer sagt wieder, Schnecke, lass es doch bleiben, das macht gar keinen Sinn. Und die Schnecke sagt, es ist mir egal, ich mach weiter. Ich will auch mal an die Kirschen. Und es geht mehrmals hin und her. Ja, Mistkäfer motiviert die Schnecke nicht besonders und die Schnecke trotz dem Ganzen und versucht es trotzdem. Und irgendwann denkt der Mistkäfer, oh, jetzt habe ich's. Schnecke, ja. Schnecke, hier oben sind noch gar keine Kirschen. Darauf die Schnecke, denn ich oben bin schon.